Im Stade de Suisse haben sich Zuschauer eine halbe Stunde gedulden bis zur ersten guten Toraktion. Der Emmanuel Mayuka wird super lanciert, hat allerdings Mühe mit der Ballkontrolle und bringt den Ball nicht am André Svanins vorbei. Im Anschluss an diese Aktion die Walliser mit dem Gegenangriff und dieser Chance vom Dragan Mrča. Der Serb scheitert an Marco Wölfli. 3 Minuten vor dem Pausenpfiff dann wieder Berner und wieder ist der Emmanuel Mayuka an dieser Aktion beteiligt. Er hat das Auge für den Senat Lulic und der trifft zum 1:0. Das ist erst der zweite Saisontreffer für den Mittelfeldspieler von IB. Berner bleiben gerade dran und kommen nur 1 Minute später zu dem Eckball von Moreno Costanzo. Der Cemal scheitert im ersten und der Affolter im zweiten Versuch. Der George Ogararu verhindert da auf der Linie sicher 2:0 für Berner Young Boys. Nach dem warmen Pausentee kommen die Zeitner zum Ausgleich. Der Dragan Mrča setzt sich gegen den Alain F durch und in der Mitte trifft der Rodrigo zum 1:1. Die beiden Berner Innenverteidiger Alain F und François Affolter sehen bei dem Goal schlecht aus. Für den Rodrigo ist das erste Goal in dieser Saison. Bei den letzten 6 Aufeinandertreffen zwischen IB und Sion hat jeweils das Heimteam gewonnen. Und so sind es die Berner Young Boys, die in der Schlussphase aufs Tempo drücken und da schön kombiniert. Der Henri Bienvenu schließlich mit einem Pass auf den Schneuli und 7 Minuten vor Schluss steht es 2:1. Der Marco Schneuli, erst gerade für den Mayuka auf den Platz gekommen, sorgt mit seinem Treffer für die Entscheidung. Die Berner Young Boys halten damit den Anschluss an Top 3. Für Zeitner ist es ein weiterer Rückschlag nach der Niederlage der letzten Woche gegen den FC St. Gallen. Marco Schneuli, das ist also die Idealvorstellung von einem Stürmer, reinkommen und das entscheidende Goal schießen. Wie ist das Gefühl nach dem Match? Ja, ist sicher sehr gut. Wir haben unbedingt die 3 Punkte, was wir schlussendlich geschafft haben. Und für mich ist natürlich super, wegen dem bin ich reingekommen, um noch irgendwie etwas können zu machen vor. Und heute ist es super aufgegangen. Ist es ein verdienter Sieg für IB? Ja, ich denke, am Anfang haben wir es gut gespielt. Wir sind, glaube ich, zur rechten Führung gegangen. Und dann sind sie ein bisschen besser aufgekommen, sehr gute Chancen gehabt. Und dann haben wir wieder Chancen gehabt und dann kommt 1:1. Und ja, ich denke, wir sind zufrieden mit diesen 3 Punkten. Es war für sie das erste Goal in dieser Saison. Letztes Jahr noch regelmässig eigentlich getroffen. Wie ist die Situation im Moment? Grosse Konkurrenz hier bei IB? Ja, sicher. Bei mir ist nicht alles rund gelaufen die letzten paar Monate. Jetzt ist zum Glück wieder gut gegangen heute und jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht. Jetzt hat IB langsam Boden unter den Füßen und kann sich nach vorne orientieren. Ja, definitiv. Wir haben jetzt heute wieder einen Punkt gut machen und es ist unser Ziel, dass wir so nahe wie möglich noch herkommen bis in die Winterpause und dann können wir den richtigen Aufholjagd starten. Okay, danke nochmal Bernard Chaland. Sie werden etwas hadern nach diesem Spiel. Die Mannschaft hat defensiv gut gespielt, hat gut ausgesehen, mitgespielt, aber dann doch 2 Tore kassiert. Zu Recht oder zu Unrecht? Oh, zu Recht. Das ist, die Frage ist nicht zu Recht oder zu Unrecht. Das ist ganz zweimal zwei dumme Fehler von uns. Das zweimal, wir haben einen Wurf für uns und besonders das zweite. Ogararu kann lang machen und das ist sehr, sehr gefährlich im Strafraum und er macht ihn in der Mitte und wir verlieren den Ball und das ist Tor. Das ist ein Geschenk und IB hat profitiert zweimal von Geschenk. Erste Tor ist ganz gleich. Wir haben auch einen Wurf hier. Auf Konter sind wir kassieren ein Tor. Diese Geschenke sind so und IB hat profitiert. Für uns, das ist sehr, sehr schwierig zu akzeptieren. Wir waren zu naiv, leider. Aber sonst kann ich zufrieden mit der Mannschaft sein. Die Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Leistung gegeben. Und ich hatte den Eindruck, nach 1:1, wir haben mehr Möglichkeiten, um vielleicht das Spiel zu gewinnen. Am Ende kein Punkt und wir können sehr, 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 sehr enttäuscht sein. Braucht Sion vielleicht etwas zu viele Chancen für ein Tor? Ein Tor ist viel Arbeit bei Sion. Ja, es fehlt etwas. Wir haben gesehen in der ersten Halbzeit, wir haben viel gute Aktionen gehabt. Aber am Ende, es war fast gar nichts. Aber die Aktionen waren gut, wir haben gut verteidigt, wir haben den Ball erobert, dann Konter gemacht, gut gemacht. Und die letzten 20 Meter, es fehlt noch etwas. Aber heute, es war ohne Problem, ein Römi zu holen. Und das
Das war gut, das könnte sein, gut. Aber ja, jetzt müssen wir noch mehr arbeiten und ja, wie immer. Kann man noch ruhig arbeiten? Ja, ruhig und nicht ruhig, das ist nicht das Problem. Man muss noch mehr machen. Ja, man muss auch mit solchen Spielen etwas lernen, ich hoffe. Und auch, man kann denken, wir haben sehr, sehr gute Sachen, die positiven Sachen behalten. Und ich hoffe, diese krasse Fehler korrigieren.